Okay. Kann ich ja einmal gucken, ob mein Snack noch gilt. Sonst kann ich einen anderen Snack nehmen. Sehe ich, Was ob haben die wir Arenen jetzt? noch für die Waffen taugen. Schneck, Schneck, Schneck. Schneck, Schneck, Schneck. Schneck, Schneck, Schneck. Pinakriotek und Mai Mai Resort. Eine Runde habe ich noch mit dem Snack. Das. Muschelchaos hätten wir jetzt. Hört sich gut an. Wollen wir mal Muschelchaos zeigen? Die Verbindung zum Netzwerkgerät wurde unterbrochen. Nein. Nein. Das Netzwerkgerät sagt nein. Das Netzwerkgerät sagt nein, ja. Ich mach schon mal einen Raum auf. Splatoon? Splatoon, würdest du. Ich hatte Nein. gerade ewig lange nur ein Blackscreen. Ich Okay, glaube, gut. die Switch ist noch nicht ganz fertig. Kann das sein? Vielleicht. Die haben sich irgendwie zurückentwickelt, Nintendo. Die haben sich, sie entwickeln sich dauernd Ich zurück. meine, die GameCube hatte sogar besseres Wasser als die Switch. Ja, sogar das Be Wasser aus dem Hühnersee Das kann schon sein. sah besser aus. Mit dem GameCube konnte man ja tatsächlich online gehen. Es war aber eine ganz komplizierte Sache damals. So, jetzt fehlt noch Nobara. Muschelchaos so gut wie nie gespielt. Weißt du, wie das funktioniert? Ich weiß nur, dass man Muscheln sammeln muss und wenn man irgendwie 10 hat, dann bekommt man so eine super Muschel und irgendwie sowas, Ja, aber. dann musst du dich in die gegnerische Base durchkämpfen und dann den. Es ist eigentlich wie so ein Football, zumindest sah es in Splatoon 2 so aus. Das musst du dann in das Netz des Gegners reindonnern. Lass mich doch rein. Und wenn das Netz offen ist, nachdem du diesen Football da reingedonnert hast, können andere Mitspieler ihre Muscheln noch hinterherwerfen. Das gibt auch nochmal Punkte. Oh, wollen wir noch Salmon Run machen? Salmon Run? Ja. Wenn wir für alles zu einmal hatten. Könnten wir eigentlich auch machen, ja, warum nicht? Ja, also Zeit habe ich. Ich muss ja nicht weg. Würde sagen, machen wir 2 bis 3 Runden Muschelchaos, dann machen wir noch ein bisschen Salmon Run und dann würde ich mal behaupten, haben wir genug Aufnahmematerial hier. Genau. Das langt für einen halben Part. Muss ich aber entweder extrem schneiden oder einfach einen extrem langen Part raushauen. Muschelchaos. Eigentlich sollte ich hier diese Sportart dominieren, weil das meinen Namen hat. Das Stimmt, irgendwie Sportart. schon, ja. Es hat doch meinen Namen, hallo? Also sollten wir es So viel eigentlich doch Chaos hier. so dominieren. Ja, wir haben ja auch damals im eigentlichen letzten Splatfest von Splatoon 2 ja auch Team Chaos gewählt. Ja. Was zum Glück ja auch gewonnen hat. So, Oh mein Gott, hier sind Muscheln! Die gehören alle mir! Ihr könnt euch auch Moment, die wo Muscheln muss ich die hin? zuwerfen. Oh mein Gott! Oh fuck, wir Oh alle mein Gott! verloren. Ah! Was ist denn los? Oh, der hat einen Football. Verfolgt. Ah. Mich haben sie direkt Football. erwischt. Da Musste gar kommen nicht wir groß also hier verfolgt in die werden. goldenen Muscheln. Das ist goldig. Ihr müsst den Typen da aufhalten, der einen Football hat. Wo müssen die Muscheln hin? Eh kein. Oh! Oh, ist das gemein. Oh. Vielleicht habe das ganze Team ausgewiped. Wo ist der Korb, der Gegner? Der ist da drüben. Leute, ihr müsst mir Deckung geben. Please, help Ja, me. ich bin Ja, tot. wir suchen. Ich bin auch Ich hole mal tot. kurz einen Hammer. Das ganze gegnerische Team ist auf mich losgegangen. Aha, das gibt es doch nicht. Wie zur Hölle? Wo hat da bitte schön eine Haftbombe spielt? Das frage ich mich auch jedes Mal. Wo war da eine Haftbombe? Wo müssen die Muscheln hin? Ich schwimme nur Ich will durch die den Muscheln Tor loswerden! Ich will die Muscheln loswerden! Hilfe! Ich will hier nicht mehr sein! Wie bin ich hierher gekommen? Wo muss ich die Muscheln hintragen? Ah!
Ah, ich wollte dir noch helfen. Nobara ist nicht mehr zu helfen. Rein. Nein, die haben Football. Jetzt donnern die uns einen rein. Ne, tun sie ne. Oh doch. Scheiße, da war noch ein zweiter. Jetzt donnern sie einen rein. Hast du die 7? Wieso hab ich so 6? Aua. Ist da. Ich hab keine Ahnung, wo die Muscheln hin müssen. Müssen die überhaupt irgendwo hin oder muss man die einfach nur... Ihr müsst in die gegnerische Base und den Football dann in den Korb reindonnern von denen. Die Muschel auch? Die Muschel, wenn der Football getroffen hat und der Korb von den Gegnern offen ist, könnt ihr die Muscheln auch noch hinterher werfen. Ah, okay. Wie werfe ich die Muscheln nochmal? Mit A. Okay. Die Muscheln? Da merkt man, dass ihr noch nie wirklich Muschelchaos gespielt habt. Oh, Alter, jetzt haben sie uns den Ball reingedonnert. Au! Ja, natürlich Kontrablas. Ah! Karma, Bitch. Also der heißt einfach echt Karma for you. Ey, das gibt's doch nicht. Mann. Kommst nicht durch? Du kriegst die Tür nicht zu. Es ist unglaublich, die erwischen mich sogar in der Luft. Doch. Ah, der war hinter mir mit Mal! Diese ganzen Muscheln, die hier rumliegen. Alter, du Arschkopf! Alter, jetzt knallen sie uns nochmal rein. Boah, was zur Hölle? Was passiert hier? Hier explodiert alles! Football. Ich hab ihn nicht mehr! Alter, du Ahahaha! Ich hab einfach das Gefühl, die sind zu 8 da. Ja, die machen einfach Kagebutsch in Jutsu. Das ist unglaublich, ich krieg auch nicht einen kaputt von denen. Cheater. Kaum ist einer weg, ist schon wieder der nächste da. Das ist ein scheiß Cheater. Ah, der ist nicht echt ab. Aua. Ja, und mein Kontrablaster bei der Explosion. Merkt man, die Blaster waren die größte, dümmste Erfindung. Ah! Nein! Ich hab's mal gehabt! Wir sind überall! Verdammt, ich hab immer überall zu dritt. Und jetzt sterbe ich auch noch eins. Ich verstehe es nicht, wie sie es schaffen, überall zu dritt oder zu viert zu sein. Immer in Überzahl. Ich hab Muscheln, aber das war's dann auch schon. Das war ja mal kriegst Kacke. Das eiskalte Kotzen. Egal, wir haben es geschafft, dass die Zeit abläuft. Wow, der eine 31 Kills. Wow. Beschaff dir ein Leben, Mensch! Ich hab 12 Kills. 31 Kills, sag mal. Chill mal dein Leben, Junge. Kein Wunder, dass es so gut ist, wenn der eine einfach 31 macht. Komm Leute, das war jetzt nur eine kleine Schwächephase, das gewinnen wir jetzt. Absolut. Spoons. Oh. Das Eis da hinten sieht süß aus mit den kleinen Glubschaugen. Fire! Oh, wir haben grün. Sehr schön. Boah, erstmal die Rotze hier verteilen, geil. Das Waldmeister. Okay,
Okay, dann halt Waldmeister. Oh, jetzt habe ich Bock auf Waldmeister als. Das ist was, es nicht mehr gibt. Okay, ich habe 5 Muscheln. Alle, die haben schon Fußball zusammen. Aua. Oh Gott. Warst du auch in der Mitte? Hast du das Grauen auch gesehen? Ja, ich habe es gesehen. Oh, einfach hast du das Grauen auch gesehen. Gott. Mein Gott, einfach jeder Spieler, den ich treffe, ist immer 1 gegen 1 so gut. Das gibt's nicht. Ja. Autsch. Alter, die haben 2 Football. Okay, nein, jetzt kriegen wir wieder einen rein. Ja. Ich glaube, also Muskelchaos ist gar nicht. Ich muss auch wirklich sagen, das ist mein absolutes Hassspiel im Rangkampf. Ich mag den Modus nicht, aber fürs Let's Play wollte ich ihn jetzt halt mal zeigen. Ich hab das noch nie gespielt. Ich hab, glaube ich, auch. Ich weiß gar nicht, ob Splatoon vielleicht 2 Runden oder so davon gespielt in Splatoon 2. Also, ich kenne das auch nicht wirklich. Ich frag mich, ob wir in Splatoon 3 in irgendeinem Update auch mal ein neues Spiel für den Rangkampfmodus bekommen. Ich denke schon. Das wäre eigentlich nicht schlecht. Weil bisher hat das Spiel ja nichts, was Splatoon 2 nicht auch hatte. Oh Gott. Ist so viel Rose auf unserer Seite? Wie kommt denn das? Oh, so viel Rose. Aua. Androsa. Die haut das noch schon ruhiger? Ordentlich rein hier. Ja. Androsa. Ja. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das gibt's doch nicht. Nee, das gibt's wirklich nicht. Aua. Weißt du, ich baller eine Stunde auf ihn eher und er einmal. Ja, peer-to-peer. Und ich bin weg. Peer-to-peer. Wie kann das sein? Das peer-to-peer. Ist so nervig. Ja, peer-to-peer ist nervig. Also ich bin in den meisten Fällen ja wirklich schlechter wie der Gegner, aber jetzt habe ich sowas von auf ihn eingeballert und krieg einfach trotzdem diesen verdammten Kill nicht und das ist so gemein. Also dann schon sind sie wieder zu zweit tauchen, nett. Nein, ich habe meinen Football verloren. Hab gesehen, sah traurig aus. Das kommt. Ich komm knapp 10 cm weit. Nee, ich auch nicht. Hat mir einen Football. Ich hab dir mit seinem Football kaputt geknallt. Vielleicht kommst du das Teil auch nicht mehr. Oh, beweg dich doch mal! Mann! Ich raste aus. Hier, piss dich, du Armleuchter. Du der Welt einen Gefallen und stirb. Au, bin gestorben. Nein, nicht du! Das zweite mein Charakter war, das zu verstehen. Einfach mal voll die gleiche Reaktion, ich find's geil. Rest in peace. Oder hat er das Netz nicht getroffen, der... Oh mein Gott! Oh Gott. Ja, das war laut. Ja, komm, das wird ein K.O.-Sieg, ey. Niemals! Du willst! Da. Wächst dich tot. Alter. Alter. Ich komm nicht durch. Ich krieg die Krise. Ich komm auch einfach nicht durch. Keine Chance. Wie sagte, sagte Fox damals so schön, wir brechen jetzt durch? Ja, von wegen. Fox hat noch nie Splatoon gespielt. Nein, ich hab daneben getroffen! Nein, Ohara! Ich hab ihn da hingelegt! Also ja, schön! Das bringt aber nichts, wenn du ihn nur da hinlegst. Ich war näher dran. Ich war sehr nah dran. Gut, man muss aber sagen, Nobra hat inzwischen mehr erreicht als wir. Ja, ja, das stimmt. Ich komm überhaupt nicht in die Nähe des gegnerischen Korbes, das ist unglaublich. Ja, ich bin in der Nähe des gegnerischen Korbes, aber ich habe keinen Football. Okay, raus aus diesem Scheißmodus und ab in den Salmon. Ja.
Auf einem Riesen. Wow. Habt ihr den Ball da hingelegt? Seht ihr die grüne Spur? Die gehörte mir. Das hat das Spiel bei mir mitgekriegt. Es ist ein Fehler bei der Datenübertragung aufgetreten. Oh, okay. Es geht wieder los. Gut. Wisst ihr, kaum wollen wir in den Samen und Run, schon geht's wieder los. Mm. Ey, das darf doch nicht wahr sein. Mietsrichter, was hast du mir zu sagen? Miau. Beim Einfärben von Gebieten füllt sich deine Spezialanzeige. Nobara halt die Schnauze. Drücke R, sobald sie sich komplett gefüllt hat, um deine Spezialwaffe einzusetzen. Boah, das wusste ich ja noch gar nicht. So, okay. Salmon Run. Das ist geil. Bin ich noch hier in der Lobby? Ich bin noch in der Lobby, oder? Willst du mich verarschen? Okay, da ist die Tür. Oder was? Hä, was ist das? Bin ich jetzt in so einer Art Trainingsmodus oder wie oder was? Hä? Muss ENS machen. Er schmeißt sich meistens in so ein Trainingsding rein. Überspringen, hopp, komm, geh weg mit dem Kram. Ich will in den Salmon Run. Warum das denn? So, Bär GmbH. Wenn du seine Dinger aber machst, kriegst du einen kleinen Aufkleber von ihm. So, Herr Bär. Mit Freunden. Raum erstellen. Oh mein Gott, du hast Freunde. Gamer, ich habe eigentlich keine Freunde, sondern nur Kollegen. Auf YouTube. Auf Schnucktube? So, der Raum ist offen. Yep. Jo. Bitte versuch es später erneut. Frag dich mal, ob ich reinkomme. Shit. Wir haben das Wasserkraftwerk. So, wer fehlt natürlich? Wer kommt wieder als letztes? Der Beamte. Ich hab doch gesagt, ich bin rausgeflogen. Was ist das für so eine... So, jetzt. Der dritte Waffe, ist das ein Doppel? Trete bei. Wir sind die Masse. Ich kann das nicht identifizieren. Ich laufe hier mit drei Geistern rum. Wenn du von oben guckst, bist du einfach... Ihr seid auf einmal alle weg. Ja, Geister. Ja, dann lädt das Spiel jetzt. Dann geht's gleich los. Warte, das verdammte Spiel. Jetzt ist es wieder an die Arbeit. Okay, gut. An die Arbeit! Mal schauen, ob das nochmal so gut klappt wie letztes Mal. Alter, was haben wir denn für eine coole Farbe? Ey, die Farbe sieht aber richtig geil aus. Das ist so ein... Nein, ich hab... Nein, das ist eine Gatling. Das ist so ein... Ich hab eine Gatling, ich kann damit überhaupt nicht umgehen. So ein Pastelllila. Ich finde, sogar hier haben sie das Wasser viel besser hinbekommen als in dem einen Level da. Stimmt. Ja. Hier geht's. Hier ist es keine wabbelnde Folie. Und ich hab daneben getroffen, das ist geil. Ich hab getroffen. Oh Gott, ey. Wow, ich werde jetzt fast schon wieder daneben. Ich hab keine Bombe so mehr. Aua. Ach, jetzt. Autsch. Ich wurde im wahrsten Sinne des Wortes in die Pfanne gehauen. Geht doch. Seid ihr Führungskräfte oder? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Weil dann wird es ziemlich heftig. Cool. Weil ich merke schon, für die erste Welle ist das hier gerade nicht ohne. Ja, das ist die perfekte Welle. Ich habe gerade null Ideen. Ich kenne keine normalen Wellen mehr. Ah, das gibt keine zwei Punkte. Oh. Wann ist das und wann ist es nicht? Ich kapier's immer noch nicht. Das ist halt eine gute Frage. Wann kommt das? Alter, den hat's richtig zerfetzt. Ja, das war schön. Das kommt gleich mit. Das war wunderschön anzusehen. Gott, die wollen nicht alle, ne? Alter, Rüdiger. Was ist passiert? Ich bin ins Wasser gesprungen. Aber ich habe dabei das Ei rübergeworfen in den Korb, also bin ich zufrieden. Ah, sehr gut. Das sollte nur so ein epischer Moment sein, hä? Genau. Gott, was habe ich denn jetzt? Nein! Oh, jetzt habe ich Feuer gebogen.
Ich hasse diese Aufladwaffen. Den kann ich überhaupt nicht. Wo sind die? Ja. Ach da. Da. Das heißt, wir haben getauscht. Ah! Oh, da kommt getauscht. Trading Cards? Wir haben die Delfine irgendwie nicht platt bekommen. Darf ich da hoch? Danke. Ich treffe ihn nicht mal. Was zur Hölle? Sehr schön. Wow. Wow. I challenge you to a training card game. To a children's card game. Oh ja, das Karussell. Ja, ja. Ich will da hoch. Ja, du musst aber hochkommen. Ja, genau. Ich hab Wein. Sehr gut. Wuhu. Du kannst doch die Eier auch einfach runterschmeißen. Stimmt, ja. Ja, du bist auch. Oh, sehr schön. Oh, weg da. Oh, das sind ja so gerade zwei. Ich wollte gerade sagen, sind da zwei? Der erste ist geplatzt. Vor Wut. Der Typ mal sterben gehen. Das wäre echt Knorke. Kann er mal seine Bombe machen? Hä? 10, 9, kein Spaß! Vegeta! Ich kann nicht! Das gibt's doch nicht! Komisch! Das zahle ich dir heim! Ach ne, jetzt hab ich diesen blöden Bogen! Aus dem verfickten Weg, Vegeta! Aber es ist immer noch besser als dieses Scheißding zum Aufladen. Weiß nicht, wie so Leute damit spielen können, ohne dass sie die Krise bekommen. Ja, das habe ich gerade mir auch gefragt. So, könnt ihr mal weggehen? Danke. Ich muss aber echt mal sagen, diese Farbkombination aus diesem Pastelllila und diesem richtig krass kräftigen Giftgrün hier, das ist schon irgendwo interessant. Hat lange denn? Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, das hat irgendwie was. Ja? Vielleicht streiche ich nächstes Jahr mein Zimmer so. Rüdiger, hast du mir jetzt gerade echt das Ei vor der Nase weggeklaut? Ja, aber ich habe trotzdem eins. Ella Badge. Was? Ich hatte trotzdem eins. Da war anscheinend noch ein Ei in der Hose. Ich hatte trotzdem ein Ei. Ach, Rüdiger hat nur ein Manchmal habe ich sogar zwei. Aber nur manchmal. Keine Ahnung, was die Wolke bringt. Wellen schlagen. Guys, I need some help. Wo bist du denn? Ich hab so eine dämliche Splatling, die braucht ein bisschen zum Aufladen. Ja, ich hasse sie. Die hatte ich in der ersten Runde. Nein! In der ersten Runde? Den Laser, Alter. Boah, der hat mich platt gemacht gerade. Der war aus dem Platt. Ja. Was willst du denn hier oben? Ich hab hier ein Ei. Ich komm hier nicht durch. Ja, aber auch ein Ei. Komm nicht durch. Rettet mich! Danke. Steh, ja. Ich weiß das Ei rein. Ist drin. Ah, verdammt, ey. Ja, weil ich nicht durchgekommen bin, weil dieses komische Ufo diesen Schutzschild aufgebaut hat, konnte ich nicht durchschießen und Fehler bei der Datenübertragung. Sag mal, willst du mich verarschen? Nein, komm. Nein, nicht. Bitte nicht. Nicht rausgeflogen. So am Ende. Das war in der letzten Aufnahmesession schon so. In Salmon Run, immer in der letzten Runde, kurz vor Schluss, bam, Fehler bei der Datenübertragung. Ich weiß auch nicht, wieso. Damit du die Punkte nicht kriegst. Ich weiß nicht, warum meine Switch in letzter Zeit auch nur einen Strich bei der Internetanzeige hat. Das kotzt mich so an. Manchmal hat meine Switch so sein. Echt komisch, so bescheuerte Tage, dass sie sich denkt, nö, ich habe nur einen Strich bei meiner Internetverbindung hier. Und dafür bezahlst du Internet bei Nintendo. Ach, Nintendo kann mich mal, ey.